Hallöchen, ihr seht schon, heute mal ein bisschen breiteres Bild. Was kann das bedeuten? Was rede ich überhaupt? Ihr lest es ja eh schon. Heute geht es um was Größeres und zwar um ein HPI Savage Flux HP. Und ich würde sagen, nach dem Intro legen wir los. Ein richtiges Unboxing wird es nicht, da das ein Vorführwagen ist, quasi. Und zwar von Spielzeugkiste Apen. Der hat mir das Auto netterweise, Sprachfehler schon mal hier, zur Verfügung gestellt und wollte gern einen Vergleich zum IMAX haben. Gesagt, getan, hier ist er, mache ich natürlich gern. Aber das Auto ist zwar in der Originalverpackung gewesen, aber es war halt nicht mehr alles dabei. Genau aus dem Grund mache ich das heute ein bisschen anders. Hier seht ihr zum Beispiel, was so dabei ist. Ein paar Sticker. Hier hat man so eine Propaganda-CD von HPI, wo so ein bisschen Werbung halt ist. Antennenröhrchen, dann hier noch ein bisschen Werbung, wie das halt immer so ist. Dann habt ihr noch hier so einen großen Beutel voll Teile dabei, was ich sehr löblich finde von HPI. Hier sieht man so ein paar Dinge, ein bisschen Werkzeug, zwei Kugellager, ein paar Schräubchen, mitnehmen wir nochmal 12 mm Karosplinte. Was haben wir noch dabei? Eine Wheelie Bar, das finde ich wirklich cool, dass sowas dabei ist. Hier haben wir noch für die Stoßdämpfer zum Einstellen, ein paar Rod Ends, nochmal für Dämpfer ein paar Ersatzteile, eine Karo-Halter und noch so ein paar kleine Plastikteilchen. Hier haben wir nochmal zwei unterschiedliche Servohörner, im Fall ihr wollt dann andere fahren, und ein 25er Motorritzel. Im Fall wollt Speed fahren und noch ein kleines Beutelchen mit Stoffteile, sage ich, Schaumstoffteile für kleinere Lipos. Das war's im Endeffekt. Normalerweise ist ja noch eine Funke dabei, die ist hier leider nicht dabei, aber kein Problem. Dafür nehme ich dann meine Apsima CA3P und jetzt holen wir den Dicken mal her. Und da ist er auch schon. Ja, großes Teil. Karo geht vollkommen klar. Ist jetzt keine Proline-Qualität, aber kann man natürlich fahren. Wird eh nicht lange halten bei so einem Auto. Von daher, ja. Was haben wir hier? Das ist eine etwas ältere Version vom Savage. Das sieht man hier ran. Und zwar hat der Kollege noch den alten Mamba Monsterregler. Kommen wir gleich mal zu dem Motor. Das ist von Castle hergestellt. Das nennt sich bei HPI dann Blur. Wir haben 2200 kV Motor und einen Mamba Monster Regler, halt der 6S ab kann. Ihr seht schon, hier sind schon doppelte Stecker angelötet. Und ja, Akkufächer liegen hier seitlich. Bab, und so finde ich jetzt ja, von der Position okay. Weil man kommt da fast so ran, ohne die Karo abzunehmen. Problem ist, ihr seid halt extrem eingeschränkt, was das ganze Lipo-Sachen angeht. Also von Größen und sowas. Was haben wir noch? Wir haben ein Servo verbaut mit Metallgetriebe, was 12 Kilo hat. Was nicht wasserdicht ist, Regler ist ebenfalls nicht wasserdicht. Bei der neuen Version ist das Ganze wasserdicht. Dann hat der Servo auch 16 Kilo und ist wasserdicht. Aber ist halt nicht das Schnellste, deswegen würde ich sowas sowieso raushauen. Die Slipper ist hier ein bisschen was Besonderes. Das ist eine Dual-Pad-Slipper. Die soll wohl mehr aushalten. Wie das dann in der Praxis aussieht, werden wir dann sehen. Der komplette Antriebsstrang und die Diffs sind alles aus Stahl und Heavy Duty. Wir hören das. Alles Stahl, Stahl Hauptzahnrad. Das ist, glaube ich, ein 44er. Weiß ich es gar nicht. Ja, was noch? Dämpfer sind riesig.
Die sind wirklich groß. Leider komplett aus Kunststoff, sind halt sehr lang. Dick sind sie nicht unbedingt, sind normale Heavy Duty, sind halt nur extrem lang. Was gibt es noch Besonderes zu dem Auto zu sagen? Er hat halt Vertical Plate Chassis. Das heißt, hier geht das Chassis lang. Zwei Platten, man nennt das Ganze auch Sandwich-Bauweise. Dadurch wird der Wagen extrem stabil. Und ja, so viel gibt es eigentlich beim Savage nicht zu sagen. Ihr habt da noch einen schönen Überrollkäfig, Schrägstrich, Tragegriff. Relativ schwer das Ganze. Unterseite sieht man hier das Getriebe und die Skidplates. Das hier alles noch ein bisschen klamm. Ja, alles solide gebaut eigentlich. Die Querlenker sind richtig groß und auch massiv gemacht. Relativ dick die ganze Sache. Hier sieht man die lilanen Teile durchblicken. Das sind dann noch die anderen Aluteile an den Bulkheads zum Beispiel und und. Antriebswellen haben wir Knochen verbaut, vorne und hinten. 4WD das Ganze natürlich. Machen einen relativ guten Eindruck, sehen relativ massiv aus. Was nervt an dem Auto? Er hat 17 mm Mitnehmer, hat hier vorne aber eine kleine Welle, wie bei 1 zu 10ern, ein bisschen dicker. So sieht das Ganze dann aus. Alles Plastik, Spurstangen, also oberer Querlenker sozusagen, alles Plastik. Das einzige Gute daran ist, dass es vorne komplett identisch mit hinten ist. Sprich, wenn euch vorne was kaputt geht und ihr habt braucht Ersatz, ist es egal, welche Seite ihr nehmt. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Unboxing. Wie gesagt, viel Sachen gibt es dazu nicht zu sagen. Savage ist dafür bekannt, dass er extrem schnell ist und aus dem Stand Backflips schafft. Ja, werden wir testen auf jeden Fall. Ich versuche das Auto so gut es geht zu testen. Ich habe auch schon meinen Basher-Kollegen gefragt. Er hat nämlich jetzt sich ein E-Max geholt und der ist Stock. Und dann werden wir Stock gegen Stock testen, weil gegen mein E-Max ist es halt relativ sinnlos, weil bei mir halt schon extrem viel dran gemacht ist. Aber es wird auf jeden Fall ein, ich sag mal, Trockenvergleich von dem Wagen kommen gegen den E-Max und dann ein Fahrvergleich und dann ein schlussendliches Fazit von dem Wagen. Und ja, wie gesagt, das Fahrzeug könnt ihr bei spielzeugabend.de erwerben. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, dann werden wir uns die ganzen Sachen mal ansehen, wie er sich schlägt gegen einen E-Max. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.